Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Bevor das Video losgeht, muss ich euch noch eine kleine Story erzählen. Ich bin in letzter Zeit immer auf einer gewissen Streaming-Plattform unterwegs. Jedenfalls gucke ich auch immer ganz gerne bei den anderen Streamern vorbei. Was mir jetzt halt in letzter Zeit aufgefallen ist, dass da ganz schön viele Spasten unterwegs sind. Da waren zwei Mädels. Die eine halt angefangen zu singen, konnte halt gar nicht singen. Bin dann letztendlich darauf gekommen, dass in dem Stream wirklich nur Scheiße gelabert wird. Bin dann auch auf die Idee gekommen, einfach mal in die Kommentare zu posten, wie alt die beiden denn sind. 13 und 14. Alles klar, oder? Ich finde es eigentlich schon relativ nice, was da gerade abgeht. Ich freue mich auch schon demnächst auf die nächsten Livestreams. Schauen Sie jetzt bei unserem dreijährigen Fabian vorbei. Er streamt morgen um 10 Uhr live aus dem Kindergarten. Einfach in die Kommentare Hashtag Fanclub Fabian schreiben. Ich will dir ja die Livestreamer nicht so fertig machen. Wenn ihr wollt, dass ich halt mal ein Video mache, wo ich mich dazu äußere, dann geht mir jetzt nicht auf den Sack. Also wie gesagt, die eine war dann eben dort am Singen. Ich bin ja ein Verfechter davon. Man sollte niemals Dinge tun und über Dinge was erzählen, die man selbst nicht kann, ja. Machen wir noch ein bisschen Bizeps, ja. Könnt ihr hierher gehen, weil ich einfach aufs Band stelle. Das sind die letzten Arschlöcher, die das machen. Wir kommen zu einem ernsten Thema. Und zwar ein Punkt, der mir wirklich schon lange auf dem Herzen. Ich persönlich muss sagen, ich bin froh, dass wir in einer gescheiten Gesellschaft leben, ohne nervige YouTuber. Leute, wir sollten nicht immer auf die schlechten Punkte schauen. Wir sollten lieber froh sein um das, was nicht da ist. Es gibt zum Glück keine YouTuber, die unnötige Geschichten vor ihrem Video erzählen. Ich habe euch heute eine kleine Story mit. Würde mich persönlich mega krass abfucken. Videos werden einfach rechtzeitig hochgeladen. Ja, wenn es heißt, das Video kommt um 18 Uhr, dann kommt es um 18 Uhr. Nein! Oh nein! Da gibt es keinen Ausnahmefall. Wenn es den gäbe, dann gehört er einfach verbrannt, ja. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ja. Wenn es jetzt eine ganz absurde Denkensweise, wenn es jetzt einen YouTuber geben würde, ja, der jetzt Videos machen würde, in denen er andere YouTuber verarscht, ja, das wäre ja wohl das letzte Arschloch. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Nico verarscht YouTube. Der sich irgendwie da pseudomäßig lustig macht über das, was die anderen wirklich hart erarbeitet. Der Typ, der könnte verschlagen, meiner Meinung nach, wenn es einen geben würde, ja. Oder auch irgendein Wort nehmen würde und es irgendwie so rumschreien würde, so, was würde das für eine Scheiße sein? Eine Serie, in der er irgendwie die Kommentare von den Leuten nimmt und beantwortet, aber nicht wie jeder andere. Die schlechtesten jetzt einfach nehmen will, sag ich so, oder die dümmsten, ja. Ich lese ja auch mal so ein paar Kommentare vor und triffst dann deine Meinung. Nein. Wir haben so viele nette Leute in der Community. Judy Vlogger, hi Leute, freundliche Leute, alle mega sympathisch, ja. Da funkt niemand dazwischen. Da ist ja gar keiner auf dem Schirm. Wir sind auch gleich in Augsburg! Ich persönlich freue mich einfach, dass ich immer das Moralapostel sein kann und bei jeglichen Sachen, die passieren, immer mich einmischen kann mit dem Gesichtspunkt, dass ich alles richtig stellen will, ja. Zum Abschluss gibt es natürlich wie immer eine normale Verabschiedung. Also Leute, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst den Daumen einfach. Verpiss doch! Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe natürlich, niemand hat die Ironie verstanden und ihr fragt euch gerade alle, warum ich so ein scheiß Video hochgeladen habe. Wenn das der Fall ist, dann ist alles perfekt. Dann haltet jetzt einfach eure Schnauze, gebt dem Daumen, Video nach oben, schaut auf keinen Fall beim letzten Video vorbei, abonniert auf keinen Fall meinen Channel und abonniert auf keinen Fall meinen Twitter-Channel und schaut auf keinen Fall im nächsten Livestream vorbei.